Magen, also mit dem Magen öffnen, den Schlüssel holen. Könnten auch Edna öffnen, oder? Oder ist sie schon weg? Gerrit, das fällt mir gerade auf. Wo war die Schlüsselkarte? Mauer, Wagen, Schlüsselbund. So, könnten wir Schlüsselbund was öffnen? Lilly wusste nicht genau, wie man ein Auto benutzte. Oh. Aber sie würde es schon irgendwann noch herausfinden. Du sollst... Ach, egal. Dann können wir... Ach so! Gerrit! Lilly, so ein Glück. Ja. Ich dachte schon, sie hätten dich erwischt. Nein. Edna hatte leider nicht so viel Glück. Ich konnte beobachten, wie sie geschnappt und zur Anstalt gebracht wurde. Damit ist die Beweislage endgültig klar. Ich werde mich sofort mit der Einsatzleitung in Verbindung setzen. Am besten rührst du dich nicht von der Stelle, bis ich Verstärkung geholt habe. Das kann leider seine Zeit dauern. Und ich kann nicht garantieren, dass Edna noch am Leben ist, wenn der Befehl für den Einsatz endlich kommt. Mit etwas Glück foltert Dr. Marcel deine Freundin noch ein wenig, bevor er sie schließlich seziert oder was er auch sonst immer mit ihr vorhat. Das würde uns etwas Zeit verschaffen. Wahrscheinlich muss sie sich von einigen Zehen oder Fingern verabschieden. Naja, sei es drum. Du wartest auf jeden Fall hier. Ich hol dich dann morgen oder spätestens übermorgen genau hier ab. Wobei übermorgen ja Feiertag ist. Naja, du wirst es ja sehen. Warte es einfach ab. Lilly hätte sich wirklich gerne an Garretts Anweisungen gehalten. Aber nun, es gab triftige Gründe, das zu tun, was sie stattdessen tat. Ja, das Mädchen muss ihre Freundin Edna retten. So steht es geschrieben. Und das war's schon mit Let's Play. Denn jetzt ist sie gestickt worden oder was auch immer gequält. Und das war's. Ciao! Okay, nein. Es geht ja noch weiter. Etwas Freundliches ging von dem postviktorianischen Anstaltsgemäuer aus. Es war fast, als hätte der Architekt versucht, das Wort Willkommen mit Mauersteinen und Stacheldraht auszuformulieren. Diese unausgesprochene Einladung fand ihren Höhepunkt in einer fast zugewachsenen Hintertür. Und Lilly hatte vor, sie dankend anzunehmen. Ja, ich sehe es auch, das Willkommensschild. Schlüsselbund. Das Maximum ihrer Kombinationsgabe ausschöpfend versuchte Lilly die Hintertür mit dem Schlüssel zu öffnen. Doch gerade als sie sich dem Hindernis näherte, vernahm sie ein vertrautes Keckern. Nein, nicht so schon wieder. Blödes Ninja-Ding. Na, so ein Hallodri. Der diebische Hamster hatte Lilly erneut ein Schnippchen geschlagen. Trotzdem war Lilly weit davon entfernt, blutrünstige Rachepläne zu hegen. Unser Freund ist da. Und wir haben Pfeife noch. Wow, Bug. Das verbacken wir immer. Hey, du da. Lilly freute sich. Es passierte viel zu selten, dass sich Freunde von ihr auch untereinander gut verstanden. Was natürlich auch daran lag, dass sie kaum Freunde hatte. Viel wichtiger war jedoch, dass der Anstaltsschlüssel nicht länger außer Reichweite war. Er war in einen der dunklen Büsche gefallen. Busch. Der Schlüssel war in den Busch gefallen. Ja. Zwischen den Zweigen war es sehr dunkel. Aber Lilly hatte keine Angst. Es war immerhin nur ein Busch. Tja. Hoppala. Warum war das Kind auch immer so unvorsichtig? Ja. Kapitel 3. Die Anstalt. Sie fiel und fiel, bis sie auf den Kopf gestolpert ist. Nein, sie ist auf den Füßen gelandet. Was ein Zufall. Anstatt wie ein normaler Mensch zu laufen, sind natürlich wie ein Gamer und nimmt das Boot. Sie sind zu faul, um zu laufen. Das braucht kein Mensch. Los, Lilly. Oh Gott, was für ein Highspeed hier. Oh Gott, wir sind zu schnell. Oh Gott, nicht zu schnell. Oh Gott, Lilly, sei mal langsamer. Oh Gott, wir sind viel zu schnell. Zu schnell. Irgendwie habe ich Angst. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es was hinter der Tür erwartet. Oh. Na, wen haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. Bleib schön stehen, hörst du? Hey, stehen bleiben! Nein! Wir fahren schnell weg! Oh Gott, was ist eine Verfolgungsjagd! Oh Gott! Ich bin total... Oh Gott, Lilly, das kannst du nicht tun! Obwohl, wir sind zu schnell! Hey, komm zurück! Nein! Ihr kriegt mich nie! Ihr kriegt mich nicht! Schon gar nicht gegen die Strömung! Ich hab das Schneider weggedrückt, weil du so uninteressant bist. Oh Gott, sind wir schnell. Quietsch. Und weiter. Kommen wir zurück. Hui. Hey, komm zurück. Niemals. Okay, bin ich schnell. Tri-
Triumphierend erklomm Lilly die Leiter. Sie hatte endlich einen Weg ins Innere der Anstalt gefunden. Nicht so schnell! Kante? Obwohl sie kurzzeitig von einem schwebenden Energy-Smarty abgelenkt war, erreichte Lilly die rettende Kante. Was? Keinen Augenblick zu früh, denn die Leiter kippte hinter ihr um und riss das Phantom mit sich in den Abgrund. Nein! Gestärkt von dem Energy-Smarty konnte sich Lilly an der Kante hochziehen. Ihre Suche nach Edna konnte weitergehen. Also, das Spiel ist so durch. Schöne Musik, aber... Lochkarte, Schlitz. Mhm. Also Ofen haben wir hier. Können wir die irgendwo reintun? Versuch mal hier zu öffnen, oder? Nee, ich versuch's mal da. Das war wohl die falsche. Dann versuch mal da. Wahrscheinlich ist es so doof gemacht, dass man nach der Reihe. So, wow, wir steigen in den Ofen. Genau diesen Ausdruck, den Lilly gerade hat. Genauso gucke ich auch gerade. Was zur Hölle soll das sein? Herr Mantel. Hey, das ist mein Kamin. Du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du willst Geschenke bringen oder den Schornstein fegen. Nicht, dass mich der Ruß stören würde. Das war der alte Herr Mantel. Der neue Herr Mantel genießt den Schmutz. Ah, Schmutz. Siehst du? Ach ja, ich habe vergessen, dass wir in einer Irrenanstalt sind. Edna, Dr. Marcel, Ruß, Kaminschacht, Herr Mantel. Für dich immer noch Herr Mantel. Und falls du dich fragst, was ein Kleidungsstück wie ich in einem Kamin zu suchen hat, ich ruße, jawohl. Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Doch dann kam diese impertinente Person und wagte es, mich zu bekleckern. Die Flecken sind nie wieder rausgegangen. Meine Kleidung ist schwarz und speckig, meine Socken sind nicht gebügelt und ich habe sogar Flöhe. Karin und Bertram, ich würde sie dir ja vorstellen, aber sie schlafen gerade. Dann wohne ich eben in einem rußigen Kaminschacht. Na und? Früher habe ich pingelig. Jetzt ist mir alles egal. Du sprichst jetzt mit dem dunklen Herrn Mantel, der seine Gummibären ohne Serviette... Oh Gott! Ich hasse übrigens Gummibärchen. Ich weiß selber, dass es hier dreckig ist. Na und? Ich liebe die Spinnenweben, den Staub und diese gammelige Substanz da in der Ecke. Ich habe sie gerade erst gekämmt. Ich würde hier nicht einmal Staub wischen, wenn du mir den Wedel direkt in die Hand drücktest. Du hast doch keinen Staubwedel, oder? Stopp! Ich will es gar nicht wissen. Also wir brauchen einen Staubwedel. Du brauchst nicht so zu nuscheln. Seit Dr. Marcells Unfall können wir hier so viel Lärm machen, wie wir wollen. Er interessiert sich nicht mehr die Bohne dafür, was hier in der Anstalt vor sich geht. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seiner Suche nach dieser Edna. Du erinnerst mich irgendwie an eine Patientin, die wir mal hier hatten. Sie war ein bisschen größer und ich glaube, mich an zwei rote Hörner und einen Schwanz zu erinnern. Was? Egal, brech mal kurz ab. Wartet.